Bravo! Und jetzt werden wir schön brav mit aufs Revier gehen. Komm. Komm mit! Wäre es nicht besser, wenn wir sie jetzt holen? Nein, dann müssen wir sie ja doch holen. Wenn wir damit jemand durchlöchern, behältst du die Garantie so. Denn wer Eile hat, der hat Angst, Vittorio. Kapiert? Wir werden ihn nie schnappen. Auf dem Automaten waren die Fingerabdrücke von Half Mailand. Einer, der auf solche Weise mordet, hat noch mehr auf dem Kapholz. Oder er ist verrückt. Die ganze Stadt ist langsam aber sicher zu einem Irrenhaus verkommen. War schon mal was mit Ihnen? Was meinen Sie damit? Ich verstehe das nicht. Haben Sie irgendwelche Vorstrafen? Knie dich hin, du Pfeife! Du sollst dich hinknien! Das geht auch für dich, Marschon! Ja, also, wenn ihr Geld wollt, ich gebe euch Geld. Ich spreche von einer 500 Millionen. Weißt du, wie viel das ist, eine 500 Millionen? 500 Millionen? 500 Millionen. Aber wen willst du kidnappen, den Bürgermeister? Ich weiß schon, wen wir uns holen. Wen? 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 Meine einzige Tochter? Ja, wenn sie deine Frau wird, kriegst du alles. Du hast einen witzigen Tag heute, was? Ach, wenn du doch immer so wärst. Was wäre dann? Dann würde ich mit dir zusammenleben wollen. Hier ist Halteverbot. Und aus! Die Bullen sind da, Jungs! Du Dreckske! Du hast sie umgebracht! Du hast meine Tochter verloren! Es ist falsch, das Lösegeld zu bezahlen und ihre Tochter der Willkür der Verbrecher zu überlassen. Bumsi! Lass mich los! Ich werde dich schon reinkriegen! Raus und umschlagen! Mama! Mach einen Satz! Weißt du, was ein Freund von mir glaubt? Einer, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat? Dass ich einer bin, der vor Angst in die Hosen scheißt. Glaubst du das auch?